Kohlrüben. Ethel Cooper erlebt, wie der Hunger um sich greift. Als die Kartoffelernte verfault, bleibt nur noch die Kohlrübe. Im Brot, in der Wurst, sogar in der Marmelade. Auch in den Suppen der öffentlichen Kriegsküchen. Die Menschen beginnen sie zu hassen. Im Hungerwinter 1916-17 spitzt sich die Versorgungslage weiter zu. Dazu kommt eisige Kälte. Wer kann, fährt aufs Land und hamstert bei den Bauern. Die Menschen werden erfinderisch. Gegessen wird fast alles, berichtet Ethel Cooper ihrer Schwester. Gestern versicherte uns ein langer Presseartikel, dass Krähen, Raben und Dohlen ein sehr gutes Essen seien, wenn man sie vorher in einer dünnen Kamillenteelösung einlegt, um sie von ihrem strengen Geschmack zu befreien. Die Deutschen sind wirklich außergewöhnlich erfinderisch in diesen Dingen. Es gibt Ersatz für alles. Kunsthonig, Marmelade, Fleisch. Alles, was du dir denken kannst. Manche können sich noch nicht einmal den Ersatz leisten. In ihrer Verzweiflung suchen die Menschen überall nach Essbarem. Mangelernährung und schlechte Hygiene fördern Krankheiten. Schuluntersuchungen zeigen bei Kindern Muskelschwund und rachitische Knochenveränderungen. Die Menschen haben den Krieg gründlich satt. Frauen und Kinder gehen auf die Straße. Sie fordern Frieden, Brot und dass ihre Männer heil zurückkehren.